Medienforum Mittweida 2016. Der größte von Studenten organisierte Medienkongress Deutschlands. Ich bin Luca. Ich bin Kurt. Und zusammen sind wir Team Backstage. Wir haben es quasi 11 Monate lang harte Arbeit hintergesteckt, um dieses Jahr das 20. Jubiläum zu feiern. Ich stehe jetzt gerade im Backstage. Wir müssen ein bisschen leise sein, weil vor uns läuft gerade eine Keynote. Und ich stehe hier mit der Set-Aufnahmeleitungsassistenz, der Lisa. Lisa, was ist denn dein Job hier? Ich geleite heute die lieben Leute, die Referenten auf die Bühne und sammle sie dann wieder ein. Quasi. Sprich, Lisa sorgt im Endeffekt eigentlich dafür, dass so Idioten wie ich nicht einfach auf die Bühne stürmen können. Genau. Ist das richtig? Das ist richtig, vollkommen richtig. Und wo die auf die Bühne gehen, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wenn wir hier Klammer aufmachen, dann können wir mal kurz rausspitzen. Da findet das Ganze gerade statt. Mir wurde gesagt, fahr mal nach Mittweida und sprich vor ein paar Studenten. Diese Art von Professionalität ist sehr einschüchternd, aber ich probiere jetzt mein Bestes. Wir laufen jetzt mal hinter der Bühne entlang und gehen einfach mal hintenrum raus, damit wir die Leute hier nicht stören. Direkt hinter dem Studio ist die Regie und dort laufen alle Fäden zusammen. Dort laufen alle Fäden zusammen, sowohl Bild und Ton. Wir schauen mal vorbei. Das Fernsehbild, was am Ende rauskommt, wird hier bestimmt. Hier sind die Bildmischer, sie achten auf den Ton und dass alles so gut aussieht, wie es am Ende auch ist. Mein Thema Storytelling Beyond Imagination, das ist eine Geschichte, die können Sie mit Sicherheit ohne visuelle Effekte nicht erzählen. Sie können es versuchen, mit Spezialeffekten am Set zu realisieren, bekommen dann aber vielleicht Ärger mit dem Tierschutzbund. Wir stehen jetzt hier vor der Referenten-Lounge. Hier können die Referenten wirklich mega entspannen. Ich bin ein bisschen neidisch auf die, wenn sie, wie gesagt, gerade nicht auf der Bühne sind. Richtig schön, richtig schön, richtig schön. Und ich muss sagen, schmeckt. Aber damit die Leute auch so gut aussehen, muss man manchmal ein bisschen nachhelfen. Und dafür haben wir unsere 3 Maskenmädels. Hinter mir findet gerade die Recruiting Lounge statt, Speed Dating mit Niveau quasi. 15 Minuten haben Studenten hier Zeit, sich direkt bei Unternehmen vorzustellen und vielleicht das ein oder andere Praktikum zu ergattern. Kai, du warst auch schon hier, ne? Ja, unser Kamerakind, der Kai, hat das Ganze auch schon durchgemacht und es lohnt sich jedes Jahr aufs Neue. Es sind so viele Bewerber wie noch nie. Die Unternehmen sind alle cool drauf, alle haben Spaß an der Sache und ich bin sehr, sehr zufrieden. Bei den Workshops können die Teilnehmer sich von den Referenten mal zeigen lassen, was richtig im echten Leben, im Alltag draußen los ist. Ich bin Anwalt. Yo, Medienforum mit Weihnacht 2016 zu Ende. Nächstes sind wir Referenten, oder? How to Backstage-Moderation. Ja, ich gehe davon aus. Ich habe das jetzt schon fest eingeplant. Ich würde gleich losmachen, oder? Ich würde sagen, wir machen los, wir fangen an. Die nächste Keynote.